Dämmerung über dem Zugspitzland und genau jetzt gehen hier die Lichter an. Am höchsten Eishockeyspielfeld Europas. Auf der Zugspitzplattform in 2962 Metern über dem Meeresspiegel wird gleich ein unvergessliches Eishockeyspiel stattfinden. Für einen Werbefilm ist extra der Meister EHC Red Bull München angereist. Der EHC-Sponsor Osram hat eine Woche lang das einzigartige Spielfeld aufgebaut und dabei enorm viel Lichttechnik verbaut. Wenn es schon leuchten soll, dann richtig. Das Spielfeld, die Trikots, die Schlittschuhe, die Eishockeyschläger und auch der Puck strahlen mit neuester LED-Technik. Szenen, die einen ein bisschen an den Science-Fiction-Film-Klassiker Tron erinnern. Licht-Eishockey auf der Zugspitze bei Minusgraden. Was hält Maxi Kastner von der Aktion? Ja, wenn mir das jemand davor gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, du spinnst ja. Aber jetzt ist es Wirklichkeit und wie gesagt, da unten ist meine Heimat, kann man sogar sehen, den Heimatort. Und ja, das ist einfach unglaublich. Das, die Atmosphäre hier, das, was sie hier aufgebaut haben, das ist unglaublich und wirklich mega. Als wir gerade im Dunkeln da gespielt haben, der Puck leuchtet, also es ist ganz was anderes und wir genießen es. Und ja, wie gesagt, wir haben sehr viel Spaß hier, die Jungs sind gut drauf und deswegen sind wir auch hier. Doch so ein leuchtender Puck schießt auch mal über die Bande hinaus. Wie viele Pucks habt ihr denn noch in Reserve? Da sind ja schon der eine oder andere ist ja schon Richtung Österreich oder Richtung Deutschland geflogen. Ja, einige sind hier schon runtergefallen, aber wie viel wir noch haben, das weiß ich leider nicht, aber es sollten noch einige sein. Zum Glück gibt's da die Bergrettung, die ist hier gerade auf der Suche nach dem Funkelpuck. War aber gar nicht schwer zu finden, meint Christian Spielmann. Ja, das war eigentlich kein Problem, weil von oben sind wir genau hindirigiert worden. Dann kann es ja weitergehen mit dem höchsten Eishockeyspiel Europas, oben auf der Zugspitze. We'll be right back.